wolltest schon immer kiten lernen oder bist gerade mitten in deiner Kite-Karriere, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Timo, ich bin Ausbilder für VDWS Kitesurf-Lehrer und ich habe mich hier für euch im schönen Norden von Portugal eingefunden, nämlich in dem kleinen Örtchen Moledo. Ein Wassersportspot, der im Prinzip alles bedient, von Welle bis zu Wind und natürlich manchmal auch gar nichts. Aber im Endeffekt an jedem Tag irgendwas, wo man seiner Leidenschaft nachgehen kann. Unser heutiges Thema, wie von euch angefragt, der Sprung, der Basic Jump. Also wie kriege ich eigentlich es hin, dass ich irgendwie von der Wasseroberfläche abhebe und da meterweise durch die Luft fliege. Unsere Ausgangsposition ist die Fahrt auf Halbwindkurs, wie bei ganz, ganz vielen Manövern im Kitesurfen. Um jetzt den Sprung einzuleiten, steuere ich mit der hinteren Hand den Kite Richtung Zenit, achte dabei darauf, dass die Bar am Druckpunkt bleibt und lufe gleichzeitig an. Also das heißt, ich setze den Kite in Bewegung und währenddessen wird angeluft. Zum Anlufen geht der Kopf, gehen die Schultern und die Hüfte weiter in Fahrtrichtung, um das Board stärker anzukanten. Kurz bevor der Kite den Zenit erreicht, springe ich energisch ab. Also da gebe ich dem Board hinten nochmal so einen letzten Tritt und springe aktiv nach oben. Also die horizontale Geschwindigkeit wird reduziert und wir probieren das in vertikale Geschwindigkeit umzuwandeln. Und weil wir vorher so clever die Bar am Druckpunkt gehalten haben, haben wir jetzt noch ein bisschen Reserve für mehr Leinenspannung und ziehen währenddessen die Bar runter. Und dann gibt es einen schönen Lift. Nach dem Absprung kommt die Flugphase. Mach dich dabei kompakt. Das verhindert, dass du dich vertaumelst, dass du vom Wind irgendwie verdreht wirst und die Orientierung verlierst. In der kompakten Position kannst du erstmal genießen, da kannst du fliegen und dich freuen. Und sobald es langsam wieder runter geht, musst du dich auf die Landung vorbereiten. Sorg während der Flugphase immer dafür, dass der Kite sich über dir befindet, weil der Kite, der über dir steht auf 12, der kann dich tragen. Zur Landung den Kite in Fahrtrichtung lenken und das Board auf Raumwindkurs ausrichten. Raumwindkurs oder sogar Vorwindkurs. Also die Bordspitze zeigt ganz, ganz deutlich nach Lee, damit ich locker aufsetzen kann. Und jetzt nochmal in Kürze. Fahrt auf Halbwindkurs, der Kite ist auf 45 Grad. Ich steuere den Kite zurück. In dem Moment beginne ich das Anlufen. Der Kite erreicht die 12 Uhr Position. Ich drücke mich aktiv ab über den hinteren Fuß. Ich springe aktiv hoch und ziehe dabei die Bar ran. Kompakt machen, fliegen, genießen und dann auf die Landung vorbereiten. Den Kite energisch in die Fahrtrichtung lenken, also in die Flug- und Fahrtrichtung lenken. Das Gegenlenken natürlich nicht vergessen, wobei ihr eigentlich schon gelandet sein solltet, während der Kite noch runterfliegt. Das Geheimnis ist, er fliegt in dem Moment eigentlich mehr nach vorne und bremst euch ein wenig und ermöglicht euch eine sanfte Landung. Wesentlich beim Basic Jump sind zwei Informationen. Ja, je schneller ich fahre und desto schneller ich den Kite zurücksteuere, desto mehr Absprungenergie generiere ich und desto höher geht's hinaus. Das heißt für euch, das heißt für dich im Lernprozess, fang einfach langsam an und steiger dich. Es bringt nichts, wenn man wie wild das Ding da rumreißt und 5 Meter abfliegt, aber dann so überrascht ist und gar nicht mehr weiß, was man tun soll und da die ersten Bruchlandungen hinlegt. Ist sehr, sehr lustig für die Leute, die euch zugucken, für Freunde und Kollegen. Hemmt aber manchmal so ein bisschen, wenn es irgendwie, weitergehen soll in der Kite-Karriere. Viel Spaß beim Üben. Hals- und Beinbruch wünsche ich euch eigentlich nicht, sondern gutes Gelingen. Und wenn es weitere Fragen gibt, weitere Baustellen gibt, bei denen euch auch ein Tutorial nicht weiterbringt, dann sage ich herzlich willkommen hier bei uns in Portugal. Viel Spaß! Kontakt aufbaut zu dem, dem man eventuell die Sicht versperrt. In diesem Fall ist es aber gar nicht schlimm, weil wir haben Zeit, wir sind im Urlaub und arbeiten nebenbei.